Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nachdem jetzt die Pleuel auf dem Mars sind, geht es direkt weiter mit der Kohlwelle. Wir stehen endlich an der Maschine, die ich seit dem ersten Tag gerne mal zeigen wollte. Eure Kurbelwellen-Schleifmaschine. Genau. Die kann eigentlich zwei Sachen, also die kann bestimmt noch mehr Sachen. Einmal kann die auf jeden Fall die Hauptlager auf Mars schleifen. Das ist erstmal der einfachere Teil, weil es genau mittig, wie sagt man, zentrisch ist. Und die kann aber theoretisch auch die Pleuellager schleifen. Genau. Das wäre zehnmal interessanter. Also so ist es auch interessant. Aber das ist, glaube ich, von der Dynamik und Mechanik her nochmal interessanter, dass man diesen Hubversatz hinkriegt. Also für mich ist es immer schwierig, mir das vorzustellen. Die Welle dreht sich ja eigentlich um diese Achse. Aber nichtdestotrotz schleifen wir dieses Pleuellager. Ja. Das finde ich so. Was Ähnliches haben wir schon mal gesehen beim Nockenwellenschleifen. Das wird wahrscheinlich ähnlich sein. Jein. Diese Maschine ist etwas anders konstruiert. Grundsätzlich hast du recht. Es gibt Kurbelwellenschleifmaschinen, da stellst du einen Hub ein und dann wandert die Schleifscheibe justiert zusammen mit der Kurbelwelle. Das ist dann meistens über ein Getriebe miteinander verbunden und bewegt sich mit dem Hub mit. Da kannst du theoretisch, was früher viel gemacht wurde, auf einen kleineren Zapfendurchmesser schleifen, nur von der Rückseite Material wegnehmen und hast hinterher mehr Hub. Ah, das wurde echt gemacht. Das hat man gerne bei Chrysler gemacht. Man hat dann einen Pleuel von Chevy genommen, das hat einen kleineren Durchmesser gehabt und hat nur von der Rückseite des Hubzapfens Material runtergenommen, um den Hub zu vergrößern. Hat also dementsprechend holt man dann da ja, wahrscheinlich so 2 mm Hub oder 3 vielleicht raus. Ja, maximal. Ja. Viel geht dann. Also das Gute ist ja, man holt es ja quasi doppelt raus, da man außerhalb der Mitte ist. Das heißt, wenn man hier einen Millimeter nach da wandert, hat man eigentlich 2 mm mehr Hub. Das ist richtig, ja. Aber ich denke mal auch, wenn man da einen Millimeter wegnimmt, ist man da schon gut vorne dabei. Ja. Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen. Die Maschine? Diese Maschine kann nur dem vorgegebenen Hubzapfen nachlaufen. Ich kann zwar bei der Bearbeitung, bei der Zustellung Einfluss darauf nehmen, von welcher Seite ich mehr wegnehme. Wenn ich zum Beispiel einen Pleuellagerschaden habe, der vorwiegend auf der Oberseite ist, auf der Lastseite, dann kann ich zum Beispiel immer in dem Moment zustellen, bedeutet Material wegnehmen und die Schleifscheibe näher weiter in den Hubzapfen reinziehen, in dem Bereich, wo die Beschädigung ist. Das hat den Vorteil, dass man wirklich während des Schleifvorganges bewusst gucken kann, dass man da Material wegnimmt, wo der Schaden ist. Dann kommt man zum Beispiel mit einem schlimmen Pleuellagerschaden vielleicht schon mit einer kleinen Reparaturstufe aus. Das heißt, es kann aber theoretisch sein, dass die alle untereinander dann minimal anderen Hub haben? Ja. Also es kann schon sein, dass ein Zylinder ein Zehntel mehr Hub als der andere hat? Das wäre ein bisschen grob, aber so 500stel Unterschied von einem zum anderen, das ist wahrscheinlich kann hier durchaus passieren, ja. Wie macht die das? Also klar, wir spannen sie in der Mitte ein, aber wie schafft es dann, dass die Scheibe genau zu dem... Das kann ich gerne später mal demonstrieren. Bei deiner Kurbelwelle kann ich das jetzt nicht machen, weil die Führungsschuhe, die hier drauf sind, die sind zu breit, die müsste ich komplett ausbauen, weil das hier sehr, sehr schmal ist und die beiden Hubzapfen sich ja bei der Führung so ein bisschen gegenseitig im Weg sind. Da möchte ich jetzt kein Risiko eingehen und deine Welle eine Macke machen. Das wäre jetzt eine Katastrophe. Verstehe. Wir können aber gerne später nochmal eine Kurbelwelle kurz einspannen und ich zeige, wie das grundsätzlich funktioniert. Ich finde es ja eh immer wieder krass, dass diese Welle überhaupt hält, ne? Also, wenn man so drauf guckt, das ist ja höchstens ein Drittel des Querschnitts, dass es überhaupt noch aneinander ist, ne? Dass das nicht einfach auseinanderfällt. Ne? Gibt es auch nicht mehr viele Wellen, die das wirklich mit diesem Split-Pin am Ende gemacht haben? Ne? Also ich kenne eigentlich nur den Motor, dann mein 5.0er Lambo-Motor, der hat das auch. Und bei den neueren Motoren sind es ja schon wieder weggegangen. Da sind dann quasi zwei Pleuel wirklich auf einem Zapfen. Ja, ich gehe davon aus, dass man das gemacht hat, um sich Ausgleichswellen zu ersparen und somit eine möglichst gleichmäßige Zündreihenfolge zu bekommen, wie beim reinen Sechszylinder oder ähnlich. Ja. Wir können das ja mal ganz kurz anreißen. Dieser Versatz hier drauf ist eigentlich nur dafür da, dass wenn, wie sollen wir das für Laien grob erklären, wenn der Winkel von dem V nicht zu dem Abstand der Zylinder passt, dann ist halt das Problem, wenn wir es jetzt rechnerisch einfach machen wollen würden, angenommen wir haben einen 90-Grad-Motor und wir haben einen 8-Zylinder, dann ist logischerweise 720 Grad durch 8 alle 90 Grad ein Kolben oben. Wenn wir jetzt einen 90-Grad-V haben, geht das? Haben wir genau 90 Grad zwischen? Haben wir jetzt aber als Beispiel nur einen 72-Grad-V, dann wäre 90 Grad weiter ein Kolben schon wieder ein bisschen runter. Und deswegen hat man dann angefangen und hat diesen Versatz hier reingemacht. Grob erklärt. Ja, ist richtig. So, und das heißt, bei den neueren R8-Motoren zum Beispiel, V10, ist ein Zapfen zusammen
Das heißt, wir haben ein 90 Grad V. Ist es ein 90 Grad V? Ja, es ist ein 90 Grad V. Wir haben aber 10 Zylinder. Das heißt, der Abstand auf 720 Grad sind 72 Grad. Haben aber ein 90 Grad V. Das heißt, dadurch, dass sie beide auf einem Zapfen laufen, zündet ein Zylinder, also die Hälfte der Zylinder, immer mit 18 Grad Versatz. Das macht dann auch dieses raue Geräusch, warum ein 5-2er Motor deutlich rauer und dumpfer klingt als die alten 5-0er. Die alten 5-0er sind auch 90 Grad V, haben allerdings diesen Versatz. Das heißt, alle 72 Grad ist ein Kolben oben und zündet. Ja. Und deswegen klingen die viel, viel heller. Das kann man ja auch beim V6 sehr, sehr gut vergleichen. Zwischen zum Beispiel einem Audi V6 dieser Generation oder den amerikanischen V6-Motoren. Mhm. Die sich auch noch die blubbern ja immer so ein bisschen und klingen so ein bisschen unrund. Ja. Das ist, weil die einmal bis zum nächsten Zündvorgang 90 und bis zum nächsten 150 Grad brauchen. Ja, genau. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Und da hat man natürlich in Europa versucht, dieser, ich sag mal, unrunden Laufkultur Herr zu werden und hat das dann so konstruiert. Mhm. Also, Kurzfassung ist die Abhängigkeit aus wie viel Zylindern man hat zu dem V. So, gut. Okay, haben wir das erklärt? Jetzt geht's los. Das heißt, was machen wir als erstes? Eigentlich geht es in diesem Video darum, letztes Mal bei der Motormontage haben wir festgestellt, dass das Hauptlagerspiel zu wenig ist. Richtig. So, das heißt, wir wären ungefähr bei 300stel gewesen, was für diesen Motor zu wenig ist. Wir wollen eher in Richtung 600stel, 700stel, 700stel. Nun wäre es ja theoretisch möglich, die Lagergasse nochmal neu durchzuholen. Ihr wollt aber lieber die Welle schlagen. Ja, weil diese Welle hat sowieso einen ganz leichten Rundlauffehler. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, den nochmal rauszuschleifen. Und es ist so, das Honen einer Lagergasse ist wesentlich komplizierter und aufwendiger und auch schwieriger, überall an gleichen Stellen dasselbe Material wegzunehmen wie hier an der Schleifmaschine. So, ich habe jetzt einfach den Block soweit zusammengebaut mit dem Drehmoment, was du vorgegeben hast, habe jede Lagerstelle einzeln gemessen und habe jetzt hier zum Glück den Vorteil zu sagen, okay, ich nehme jetzt von jedem Zapfen genauso viel runter, dass wir an jeder einzelnen Lagerstelle unser Wunschspiel haben. Weil wir mit der langen hohen Ahle immer alle komplett zusammen durchgehoben haben. Und so, du machst immer, wenn du Pech hast, einen leichten Trichter rein. Du wirst immer bei den äußeren, weil dort die hohen Leisten ins Freie laufen, etwas mehr wegnehmen als in der Mitte üblicherweise. Und dann musst du immer die äußeren Kappen nochmal nachschleifen, bis die mittleren dann irgendwann das Maß erreicht haben. Und das inklusive dein Motorblock ist schon komplett sauber. Den würden wir jetzt wieder komplett einsaumen mit Hohnöl und Spray. Das wollten wir tun, nichts vermeiden. Da schleife ich lieber von den Zapfen ein kleines bisschen runter. Okay. Und wir haben was zum Zeigen. Das heißt, als allererstes ausrichten, einspannen. Genau, dabei brauche ich auch deine Hilfe, weil ich möchte diese Kurbelwelle so einspannen, dass sie richtig rumgeschliffen wird, wegen dem Umlegen der Materialstruktur. Und anschließend auch beim Polieren, dass das Polierband, dass ich dafür nicht extra die Kurbelwelle umdrehen muss. Und, also du redest jetzt von der Drehrichtung, dass wir quasi in der Drehrichtung, wie sie später auch läuft, sie polieren, bearbeiten. Genau, okay. Richtig. Und hier ist nun mal das Problem, das ist sehr schmal. Ich muss jetzt auf der einen Seite im Futter einspannen, gleichzeitig hier den Reitstock mit der Zentrierung hier in die Kurbelwelle reinschieben. Das ist alleine zu viel gleichzeitig. Ja, plus wiegt mal knappe 30 Kilo. Das okay. Machen wir mal eben zusammen. Ja, was soll ich tun? Dann würde ich dich bitten, nimm dir den Futterschlüssel. Mhm. Na, warte mal. So, dann steckst du ihn da rein. So, dann gucken wir mal grob. Ja, drehen mal so weit zusammen, dass die Soade eben anliegen. Gut. Weiter, weiter, weiter. Mehr. Gut. So. Zieh ich von hier den Reitstock ran. Klemme den Reitstock hier an der Maschine fest, dass der nicht mehr seitlich wegrutschen kann. So. Und hier möchte ich ein bisschen Spiel. So, jetzt ziehst du die Kurbelwelle bitte dort fest. Was heißt fest? Ja, warte, ich mach das mal. So. Knack, Welle ab. Ja. War fest. So, so, und jetzt lege ich hier die Reitstockspitze rein. So, wir sind noch nicht fertig. Es ist bei diesem Dreibackenfutter so, dass wir jede einzelne Backe separat nachstellen können. Ja, es könnte eventuell sein, also hier ist es immer erforderlich, das ist eine Katastrophe, wenn das irgendwann mal durch Abziehen eines Schwingungsdämpfers zum Beispiel verbackt wurde. Hier muss die Kurbelwelle immer hundertprozentig laufen. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, sie noch umzudrehen. Hier kann ich dann tatsächlich wirklich am Futter separat einstellen. Und das machen wir jetzt. Okay, das heißt, wir gehen hier mit einer Uhr drauf und gucken, dass er rund läuft. Ganz genau.
So, und da nehme ich als Referenz jetzt, weil die Kurbelwelle ja auch schon mal geschliffen wurde, die Simmeringfläche, weil die können wir nicht mehr bearbeiten. So. So, wie du sehen kannst, läuft die nicht rund. Mhm. Ja, bedeutet, die läuft jetzt ganze 600stel aus der Mitte. Ja. Da ist der tiefste Punkt, da muss ich nachstellen. Das ist gerade da. Schon gut festgezogen, das kann ich noch hier etwas lösen. Bedeutet, ich muss jetzt so lange an diesen drei Schrauben ausrichten, bis es. Oh, man sieht, ach so, man sieht tatsächlich auch, wie es kommt. Auf ja. Die Tür, ne? Es ist ja immer blöd, wenn genau der Punkt, wo du einstellen möchtest, in einem Bereich ist, wo keine Schraube liegt. Mhm. So. Weil ich darf auch nicht nur lösen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur löse... Dann fällt es raus irgendwann. Genau, dann ist irgendwann auch die Vorspannung der Backen weg. So, ein bisschen lösen und wieder ein bisschen spannen. Hier nochmal nachstellen. Aha. Ja, das dauert ein bisschen. Das heißt, da muss man jetzt wirklich so lange testen, bis passt. So, besser wird's nicht. Der Rest ist gut von der Heiz von der Fläche selber. Oh, sieht gut aus. Ja. Ein bisschen zittern. So, das war's. So, dann prüfen wir nochmal zur Sicherheit die andere Seite. Wie gesagt, hier kann ich keinen Einfluss drauf nehmen. Da muss ich einfach hoffen, dass die Zentrierung in Ordnung ist. Wir haben das dann, wenn das wirklich überhaupt nicht mehr funktionieren sollte, dann müssen wir die halt auf der Drehbank nacharbeiten. So. Ja. Das ist jetzt auch im Bereich von einem Hundertstel, dass wir keine Probleme machen. So, dann gucke ich nochmal in der Mitte. Aber angenommen, du hättest die jetzt auf der Drehbank nachgearbeitet, wie würdest du es auf der Drehbank dann einspannen? Auf der Seite logischerweise genauso? Richtig. Und hier irgendwie so, dass es da auf dem Lager läuft? Genau. Ich würde es in so einer Lünette, das ist von drei Seiten kommt ein Führungsschuh, würde ich das ausrichten. Dann müsste ich die Welle so lange in der Drehbank ausrichten, bis dann dieses Hauptlager hundertprozentig rund läuft. Und dann würde ich diese Zentrierung nacharbeiten. Problematisch ist, wenn die Kurbelwelle irgendwann mal bescheiden eingerichtet wurde beim letzten Schleifen und du hast zwischen dem Lager und hier vorne dem Zapfen einen Zentrierfehler. Versatz, ja. Das ist richtig ärgerlich, weil hier kannst du meistens eine Kurbelwelle nicht auflegen, nicht spannen. Wir haben das dann teilweise schon gehabt, dass wir den Kunden gesagt haben, ihre Kurbelwelle wurde bei der letzten Reparatur so... Misshandelt, dass wir sie nicht retten können. Zumindest nicht kosteneffizient. Okay. So, das mache ich jetzt einfach nur zur Sicherheit. Weil das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, du fängst an zu schleifen und du hast irgendwo ein Ei drin. Mhm. So. Und dann fängst du am besten an mit Pleuellager und gehst dann irgendwann auf die Hauptlager und irgendwann mitten während des Schleifvorgangs, das ist mir auch schon passiert, stellst du dann fest, dass die Kurbelwelle eigentlich Schrott ist. So. Guck mal, das ist nämlich das, was ich meinte. Das hatte ich vorher schon mal einmal gemessen, dass dieses Lager leicht unrund läuft. Das können wir jetzt mit Glück rausarbeiten. Das heißt, hier haben wir jetzt gerade 200stel, was das Lager eigentlich unrund ist. Genau. Das heißt, das ist nicht schlimm, aber... Aber 200stel bei 300stel Laufspiel ist halt schon eng. Ja. Das kann halt dann schon Baustelle werden. Ja, das ist super. Da gibt es überhaupt gar keinen Grund zu meckern. Mhm. So, warte. Ja,
Ja. Und kann es aber theoretisch auch sein, dass nicht das Lager unrund ist, sondern dass die Welle einen Schlag hat? Ist beides möglich. Beides möglich, ne? Es ist beides möglich. Drück mal mit der Hand oben drauf. Mhm. Gut, ja. Okay. Ja, ist deine Welle doch stabiler, als ich dachte. Oder ich bin zu schwach. Ich habe das schon gehabt mit V8-Kugelwellen, die konntest du mit der Hand 500stel durchbiegen. Ja, ich habe jetzt nicht volles Ballett drauf gedrückt, aber ja. Aber habe schon ein bisschen Gas gegeben. So, was wir jetzt machen, weil ich das immer unschön finde, wenn man hier hinten die Zentrierspitze zu sehr belastet. Wenn ich jetzt mit der Scheibe hier reingehe, dann drücke ich ja die Kurbelwelle aus der Mitte raus. Im Futter ist das egal. Aber gerade hier bei diesem Lager ist es so, dass ich dann diese Reitstockspitze, man sieht ja an manchen Stellen auch schon so ein paar leichte Kratzer, dass sie sich irgendwo eingearbeitet hat. Das versuche ich immer zu vermeiden. Und da dieses Lager sehr rund läuft, werde ich das jetzt gleich als erstes zart anschleifen und eine Lünette setzen. Mhm. Cool. Oh, 400stel Aufmaß. Alles klar. So. Aus der Decke. Aber das heißt, die liegt jetzt gerade schon an die Scheibe? Nee, noch nicht. Nein. Das ist jetzt, nein, so weit sind wir noch gar nicht. Mhm. So weit sind wir noch gar nicht. So, den hier kann ich mir auch schon mal einstellen. Also das ist eine hervorragende Hilfe. Das ist ein Gerät, mit dem kannst du, während du schleifst, messen. Das ist jetzt nichts, was hundertprozentig präzise ist. Aber ich kann zum Beispiel mit Hilfe dieses Werkzeugs erkennen, ab wann die Scheibe was vom Hubzapfen wegnimmt. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Aufmaß von 0,25 oder 0,50 zu schleifen haben, weil das haben wir auch teilweise, dann muss ich nicht immer ein Zehntel einstellen und immer wieder zwischen messen, sondern ich kann grob bis auf, ich sag mal, 300stel vor Endmaß mit diesem Werkzeug einfach schleifen, zustellen, schleifen, zustellen, verstehe. Schleifen und brauche dann wirklich nur noch für den feinen Rest den Arbeitsvorgang unterbrechen. Außerdem mache ich das einfach zur Sicherheit, weil manchmal fängst du an zu schleifen und du hörst es nicht. Und dann nimmst du schon Material runter. Also man kann auch ohne das arbeiten, mache ich aber nicht gerne, weil für mich das einfach so ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor. Mhm. Und sagen wir, gerade bei der Arbeit, die schon in deiner Kurbelwelle steckt, wäre das jetzt sehr, sehr ärgerlich. Total. Gut. Das heißt, es zählt eigentlich gar nicht der Durchmesser, den du gerade misst, sondern einfach nur, du guckst auf der Uhr, dass es halt 4/10 weniger wird. 400stel. 400stel, ganz genau. Ich stelle mir einfach hier das Aufmaß ein, was ich habe. Mhm. Und dann kann ich während des Schleifprozesses prüfen. Der nächste Vorteil ist, dadurch, dass es während die Kurbelwelle sich dreht, misst, kann ich eventuell auch Rundlauffehler erkennen. Mhm. Ne, es gibt Kurbelwellen, die sind von außen so hart, die fängst du an zu schleifen. Und dann fangen die an, sich zu verformen. Mhm. Mercedes V6 Diesel habe ich mal versucht hier zu schleifen. Katastrophe. Geht fast gar nicht. Ja, ich bin gespannt, wie diese ist, weil die wurde ja auch nitriert und so. Das werden wir jetzt sehen. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir erstmal der Maschine einen Moment Zeit geben. Okay. Einmal warm laufen lassen. Ja. Wenn du dir die Zeit nicht nimmst, dann fängt sie während der Bearbeitung an, Unwucht aufzubauen. Ja, klar. Ja. So, also was ich jetzt gemacht habe, ich habe die Schleifscheibe grob gebuchtet, die hat kleine Einstellgewichte hinten drauf, dass wenn sie sich von der Form verändert über die Zeit und anfängt leicht zu vibrieren, dass man das einstellt. Ah, selbst das ist so entscheidend, um einen geilen Schliff am Ende hinzukriegen. Die muss perfekt rundlaufen. Du hast das Problem, dass sich das sogar während des Schleifens geringfügig verändert, weil sich Schmutzablagerungen in andere Richtungen drehen. Und das muss man immer wieder zwischendurch ein bisschen korrigieren. Ich habe Filzstiftstriche auf die Hubzapfen gemacht
um hinterher hundertprozentig sicher zu gehen, ab wann ich sie so gerade eben berühre. Weil wir wollen jetzt nicht auf die nächste Reparaturstufe, sondern wir wollen ja wirklich nur etwas mehr Lager spielen. Ankratzen. Ja. Was ich jetzt hier trotzdem noch machen muss, nachdem die Scheibe ihre 7 Minuten gelaufen hat, sie hat immer noch einen leichten Schlag. Und jetzt werde ich sie hier vorne einmal abrichten. Mhm. Dafür befindet sich hier vorne, ich mache sie einmal kurz aus, befindet sich hier vorne ein Kunstdiamant an dem Reitstock. Und ich muss jetzt so gesehen mit dem Reitstock hier an der Schleifscheibe einmal vorbeifahren und sie einmal komplett gerade machen. Das heißt, damit sie wirklich sowohl in der Breite als auch in der Rundung perfekt rund ist. Genau. Okay. Das muss man wirklich, wenn man die Maschine abgestellt hat für eine Mittagspause, das reicht teilweise schon, ist es unter Umständen erforderlich, diesen Schritt nochmal zu machen. Okay. Mhm. Ja, also wenn man einmal anfängt, muss man durchziehen. Ja. Leider keinen automatischen Vorschub, das muss man einfach vorsichtig von Hand machen. Mhm. Das Problem ist, wenn man einmal zwischendurch ruckelt oder sonst irgendwas, siehst du das hinterher auf dem Hubzapfen. Echt? Das musst du nochmal abrichten. Ja. Krass. Ja. Die Maschine hat einen ganz, ganz leichten Versatz in diesem Halter. Bedeutet, die Scheibe steht minimal schief. Mhm. So, und dann hatten wir überlegt, wie wir das Problem am besten lösen. Man könnte auch das Ding komplett zerlegen und wie soll ich das erklären, die rastet immer dort ein. Und du hast hier das Zustellrädchen. Ja. Mit diesem Rädchen ziehst du hier vorne die gesamte Spindel mit der Scheibe vor und zurück. Ah. Und das verschleißt über die Zeit. So, und die einfachste Lösung, anstatt die ganze komplizierte Mechanik zu zerlegen, war, wir haben festgestellt, das ist ein Zehntel ungefähr. Vor 5 Jahren waren es noch 700. So, und jetzt haben wir einfach eine Messingfolie genommen mit einem Zehntel Dicke und gleichen somit diesen Fehler aus. Okay. Okay. Instand gesetzt quasi. Ja, das Problem ist, für diese Maschinen kriegst du keine Teile. So, und wenn, dann sind sie meistens genauso alt oder so, und da sie ansonsten noch hervorragend funktioniert, haben wir gesagt, zerlegen wir das auf keinen Fall. So. Nur zur Sicherheit. Und noch dreht. Ja. So, jetzt werde ich ein wenig nervös, weil jetzt geht es ans Schleifen. Das heißt aber, du schleifst jetzt das mittlere Lager gleich schon fertig. Bis auf, dass er noch geleppt und poliert wird. Ja. Ja, weil es so wenig ist. Das hier werde ich jetzt ganz, ganz zart schleifen. Die muss ja nur 400 runternehmen, dafür werde ich mir einfach Zeit lassen. Dann werde ich hier die Lünette setzen und werde die anderen Lager schleifen. Ich gucke mal, wie sie sich verhält. Wenn ich feststelle, dass sie sich alleine schon beim Anschleifen geringfügig wegdrückt, dann titsche ich den Zapfen nur an, setze die Lünette und mache alle Zapfen dann anschließend einzeln. Mhm. Verstehe. Ja, ich meine, bei einer Kurbelwelle dieser Länge wäre es theoretisch nicht erforderlich. Ich möchte nur jetzt einfach bei deiner Kurbelwelle alle Sicherheitsmöglichkeiten, die wir haben, nutzen. Das heißt, du würdest die Welle einfach gerne abstützen, dass sie nicht wegdrücken kann? Genau. Gerade weil dieses Lager hat ja einen Rundlauffehler. Ja. So, und bei diesem Lager, das ist kreisrund, da kann ich ganz vorsichtig reinfahren. Das wird sich gleichmäßig runterschleifen lassen. Bei diesem Lager ist es ja so, dass es immer mit einer Seite in die Scheibe reinfährt. Ja. Wieder in die Scheibe reinfährt, dabei wird es immer weggedrückt. Und da wäre ich schon glücklich, wenn ich dann hier eine Stütze hätte. Okay. Gut. Guck mal, hier kannst du mal das Kurbelwelle in den Lager schon so landgreifen und aufnehmen. Das ist aber fast normal.
siehst auch, dass die Füllstiftfläche weg sind. Ja, ja, ja. Nehmen wir ein bisschen was vom Typ mit das drauf. So. Was ich jetzt gemacht habe zur Sicherheit, bedeutet, ich habe jetzt das Maß gefunden, ich habe die Scheibe angelegt, du siehst, dass der Filzstiftstrich weg ist, du hast auch leichte Schleifgeräusche gehört und ich habe mir hier eine Markierung gemacht, wo wir gelandet sind. Jetzt nehme ich einmal ein exaktes Maß, damit kann ich einerseits natürlich die Einstellung überprüfen und ich kann gucken, wie viel müssen wir jetzt wirklich noch von diesem Lager runternehmen. Die Oberfläche sieht aber schon krass aus. Das liegt einerseits daran, dass das hier eine sehr feine Scheibe ist. Die hatten wir glücklicherweise von der letzten Kurbelwelle noch drin. Und es ist so, wenn eine Kurbelwelle sehr gut ist und sehr hart, dann gibt es automatisch eine gute Oberfläche. Kennst du bestimmt von der Aluminiumbearbeitung, dass das meistens sehr, sehr rau wird, obwohl du mit selben Schleifmitteln und Stahl eine gute Oberfläche erzeugst. Und bei Kurbelwellen ist es genauso, wenn sie sehr gut gehärtet sind, sind sie anstrengend zu schleifen, aber die Oberfläche wird gut. Weil das sieht ja schon fast aus wie ein Spiegel, ja. Sehen wir hier schon, wir haben schon ganze 200stel von der Kurbel, fast 300stel von der Kurbelwelle runtergenommen. So, wir sind jetzt bei 64,71, also eine Umdrehung der Bügelmessschraube ist ein halber Millimeter, also 0,50 plus 21 sind 64,71. Wir wollen an diesem Zapfen, das ist Nummer 2. Das ist jetzt nämlich das, wo man aufpassen muss, jeder Zapfen bekommt ein anderes Maß. 64,695 bedeutet, wir dürfen hiervon tatsächlich nur noch 0,5 Hundertstel runternehmen. Mhm. Schreibe ich mal auf. 0,15. So. Gut, da ich jetzt hier schon das Maß habe und mir hier eine Markierung gemacht habe, würde ich diesen Zapfen jetzt eben fertig schreiben. Okay. So. Das war jetzt ja wirklich nur minimal zugestellt oben, ne? Ja. Die Sache ist, selbst wenn du nichts zustellst, das ist ja immer, dass die Scheibe die Kurbelwelle ein bisschen wegdrückt. Mhm. So, und wenn du stärker zustellst, dann drückst du die Körner tiefer in die Scheibe. Aber es ist trotzdem noch so, wenn du weiter einfach laufen lässt, dass die Kornspitzen, die am weitesten vorstehen, immer noch ein bisschen was von der Welle runterschlagen. Also kannst du dir überlegen, ob du noch was zustellst oder einfach zu sicher einen Moment wartest. Lieber zu groß als zu klein, zumindest in diesem Fall. 5 Mühe. Jetzt echt nochmal 5? Wenn du das willst, müssen wir nicht. Nee, also ich bin nur begeistert, dass man das so fein... Das ist die einzige Maschine. Ja. Das heißt, jetzt stellst du da... Ja, also ich gehe jetzt wirklich, ich bin jetzt bei 83 genau gewesen. Ich war jetzt nochmal vorsichtig, kurz davor. So, den zur Sicherheit für den Fall, dass die Mechanik doch viel hat. Wir gehen wieder rein, warten, bis das jetzt. Ui. So, der Tau wird schon um 0. So. So, und du siehst schon, dass der Zeiger so langsam nicht mehr über die 0 wandert. Ja. So, wenn ich jetzt theoretisch mir einen Kaffee holen will, wären wir nochmal 5 Mühe weiter. So, jetzt muss ich nur noch einmal links rechts, dass der Zapfen nicht bauchig ist.
Waren sogar nur 3 Mühe. Aber ich denke, da können wir mit leben. Ja, ja. Theoretisch, danach muss sie ja nochmal geleppt und poliert werden. Ja. Nimmt man da auch minimal was weg, oder? Ganz geringfügiges, kleines bisschen. Rein theoretisch kannst du die Kurbelwelle geringfügig zu groß machen. Ist jetzt gar nicht mehr so schlimm. Wenn wir jetzt feststellen, dass die Lünette dort einen leichten Kratzer drauf macht, können wir nochmal einmal ganz zart einsetzen. Okay, das so. Heißt, die anderen Lager würdest du auf jeden Fall mit Lünette? Ja. Okay. Also wie gesagt, eigentlich nur wegen diesem Lager, weil es halt Schlag hat. Ja, ja. Nur, dass die Feuchtigkeit ein bisschen rauskommt. So. Können wir jetzt sicher einmal das Lager messen? Wie das so vom Rundlauf her ist? Oder mache ich da einen Kratzer drauf mit? Nö. Das geht. Die Lünette wird auch einen winzig kleinen Kratzer machen. Sieht auf jeden Fall krass aus, die Oberfläche. Schon, die ist aber empfindlich. Ja, das nehme ich nochmal kerzengerade hier. Ja? Mhm. Cool. So, die Messung nehme ich mir zu Hilfe, weil ich will ja die Kurbelwelle stützen, aber ich will sie nicht wegdrücken. Mhm. So. Ja. So. Das gleiche nochmal mit der Vorderseite. So. Jetzt kann die Welle reiten. Schon mal notieren, dass dieses Lager theoretisch fertig ist. Dann geht es jetzt weiter mit Lager Nummer 1. Hier vorne. Das muss 200stel kleiner. Habe ich hier auch noch zur Sicherheit auf die Wange geschrieben. 0,675 statt 0,605, damit wir überall das gleiche Lager spielen. Also genauso 200stel runter wie hier. Hier hatten wir auch 200stel, glaube ich, weggenommen. Ne? Insgesamt sogar 3,5. Ja. Doch, okay, und stimmt, hier ja. Sogar dann 5,5. Ah, okay, jetzt habe ich es gerade verstanden. Ja. Also das Lagerspiel muss 3,5 runter, muss 300 runter, deswegen nehmen wir 5,5 weg. Genau. Ja, und das Ganze muss ich jetzt für jedes Lager gemacht haben. Richtig. Immer wieder krass, wie viel Arbeit es dann doch ist. Vor allem, es ist ja auch alles Arbeit, wo man nicht mal eben so wie am Band Schraube einsetzen, festziehen. Also du musst ja schon bei jedem Schritt nachdenken, ja. Weil ein falscher Schritt könnte der letzte sein, ne? Das haben wir ja auch sehr häufig, dass dann Kunden fragen, warum zum Beispiel irgendetwas so teuer ist oder so lange dauert. Und dann die können ja nichts dafür. Mhm. Die denken dann manchmal, ach, ich schmeiß das da rein und dann schleife ich ein bisschen und dann ist das toll. Ja. Nur, dass das dann wirklich mit dem Einrichten allein schon lange dauert und dann hinter die Schleifarbeit selber auch mal wirklich eine zeitaufwendige Sache ist, dass... kann ja jemand nicht wissen, der das nicht jeden Tag macht. Wie lange würdest du theoretisch für 4 Lager brauchen? Hauptlager? Für 4 Hauptlager? So nur das Schleifen oder alles mit Messen und Lagerschalen im Block legen? Und nee, nur also angenommen, Kunde kommt und sagt dir, das Maß soll die Welle am Ende haben. Nur Hauptlager? Ja. Ich sag mal, für 4 Lager, da wäre man theoretisch mit dem Einrichten allem drum und dran in 2 bis 3 Stunden je nach Kurbelwelle fertig. Mhm. Cool. Und Pleulager ist aber wahrscheinlich nochmal aufwendiger? Deutlich. 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 Ne? Also die 3 Lager sind jetzt fertig, jetzt kommen wir zu dem interessantesten Lager, das was den Rundlauffehler hat. Ganz genau, das Problem ist, wenn wir jetzt einmal angefangen haben zu schleifen, dann müssen wir das auch durchziehen. Bedeutet, ich muss jetzt auf jeden Fall dieses Lager so lange schleifen, bis alle Filzstiftstiche weg sind und es auf jeden Fall kreisrund ist. Sonst würde ich dir ja eine Ei. Ja. Und ich hoffe einfach mal, dass wir mit dem geringen Aufmaß, was wir jetzt haben, diesen Rundlauffehler rausgeschliffen bekommen. Das heißt, beeinflussen kannst du es nicht, du hoffst einfach nur, dass du es jetzt halt rund schleifst, um das so rumzusagen. Ich kann eine Welle nicht schief schleifen. Okay, das heißt, wenn an der Stelle, wo die Welle ist, jetzt gerade schon zu wenig Material ist, wird danach immer noch zu wenig sein. Richtig. Okay.
Bedeutet, dann müsste ich diesen Zapfen zu klein machen und dann müssten wir uns an der Lagerstelle etwas überlegen, wie wir das Lagerspiel einhalten. Oder man müsste schlimmstenfalls akzeptieren, dass da zum Beispiel das Lagerspiel 100 oder 2 größer ist als Optimum. Ja. Okay. Schauen wir mal. Hört man, wenn man den Füllstrichstoff ein Stück zurück, dass auf der Seite noch Füllstriche übrig sind, komplett und auf der anderen Seite fast keine. So. Ich habe jetzt so viel geschliffen, dass er so gerade ihn rundherum trägt. Aber der Stift ist immerhin schon weg komplett. Ja. Das heißt, es war überall eigentlich genug Material da. Jetzt kann mich da schon wieder nichts zwischen. Noch schlimmer sind Porsche-Kurbelwellen, da kommst du an den kleinen Pin nicht dran, da musst du einen Schraubendreher reingucken. Ach, guck mal, wir haben sogar noch 200 Zoll Aufmaß. Man kann noch mal Glück haben. Sehr schön. Nö, das ist gut, wir sind jetzt bei 64,71. Der Rundlauffehler ist rausgeschliffen. Jetzt können wir noch mal 200 runternehmen und dann ist die Welle fertig. Ja, gut, Tucci, noch mal polieren. Ja. Das heißt, es war einfach genug Material drauf, um den jetzt die Rundheit wieder herzustellen. Genau. Man hätte ja auch das Pech haben können, dass irgendwo eine Delle drin wäre oder sowas in der Richtung. Ja? Okay. Aber das sieht gut aus. Ja, dann weiter geht's. Diesen leichten Funkenflug, das ist, wenn die Scheibe mit der Seite gegen die Kurbel, also gegen den Radius läuft. Am Ende des Lagers quasi. Genau, richtig. Das bedeutet, man fährt, weil man ja nicht messen oder nicht sehen kann, bis vorsichtig bis zu dem Punkt, wo man die so gerade eben hört und geht ein Stück zurück. Ja? Ist dir das schon mal passiert, dass du aus Versehen in die falsche Richtung gedreht hast beim Wegdrehen? Oder ist das so tief in einem drin, dass das nicht passiert? Nein, das Problem ist, wenn man so eine Maschine bedient, dann muss man bei jedem Handgriff zweimal überlegen. Weil du kannst, wenn du ich sag mal, übereifrig bist, vielleicht ein bisschen Zeit sparen. Du kannst aber auch ein sehr teures Bauteil einfach komplett zerstören. Weil wenn du in dem Moment so schnell in die andere Richtung wegdrehen würdest, wäre Welle definitiv kaputt. Die wäre Schrott. Ja. Die wäre Schrott, möglicherweise wäre dann auch noch irgendwas an der Maschine beschädigt. Ja. Weil das Problem ist, die drückt einfach die Scheibe rein, bis sie steht. Ja, das hatten wir schon mal, das brauchen wir nicht mehr. Ja. .6460. Heißt, passt. Fertig. Geil. Auf Mars. Sieht auch echt gut aus, ne?
Juliet! Na, jetzt kommt nämlich der spannende Moment, jetzt können wir nicht unsere Uhr wieder drauf machen und gucken, ob der Rundlauffehler weg ist. Ja, also dafür müssen wir die Lünette auch rausnehmen. Muss er eigentlich, weil wie soll es jetzt noch rund laufen, wenn es geschliffen ist? Kurbelwellen können gemein sein. Es kann sein, dadurch, dass du Material wegnimmst, verformt sich das Bauteil. Mhm. Deswegen Mercedes V6 Dieselkurbelwellen schleife ich nicht, weil die machen genau das. Du schleifst ein Lager super schön, setzt die Lünette, schleifst das nächste Lager und dann fängt die an, irgendwie sich zu verwinden. Ja. Geht nicht. So, du kannst die hier so verdrehen, ne? Du kannst die komplett vorsichtig auf den Anschlag bewegen und dann biegen. Alter, Kerzen gerade, läuft gerade als die anderen. Ja, das ist doch geil. Das hat doch mal besser funktioniert. Besser geht's nicht. Ja. Weil das Ding zittert ja wirklich gar nicht mehr. Nö. Also man kann jetzt ja eigentlich sagen, das ist jetzt ja ähnlich wie in der Serie, da ist es ja auch so, dass die Wellen immer so eine Farbmarkierung pro Lager kriegen ja. Und dann den Blöcken zusortiert werden. Das heißt, ganz oft habt ihr da so G, 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 B, also für gelb, 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 blau. Mhm. Und passend dazu werden dann die Blöcke zusortiert, dass das Lagerspiel so passt. Ähnlich haben wir das jetzt ja auch gemacht, nur dass du es halt aufs Maß geschliffen hast immer gleich. Ja. Ne? Aber es ist jetzt wirklich quasi wirklich jeder Lagerstelle aufeinander angepasst. Also das haben wir so auf jeden Fall nicht gezeigt. War mal wieder ein Video bestimmt heute hier in Spielfilmlänge, denke ich mal. Ne? Ja, in die Richtung auf jeden Fall. Und die Welle ist noch nicht ganz fertig, aber den letzten Step brauchen wir, glaube ich, nicht zeigen, weil die wird jetzt nur noch einmal poliert. Ne? Ja, das heißt, wir haben auf jeden Fall immer noch mal eine Thematik an der Maschine hier offen. Das ist Thema Pleuellager. Das brauchen wir an dieser Welle nicht machen. Aber ja, ich würde sagen, trotzdem danke fürs Zeigen. Sehr gerne. Extrem cool. Richtig Handarbeit gesehen in den beiden Videos. Und jetzt geht's im nächsten Video dann tatsächlich endlich weiter mit der Montage. Danke fürs Zuschauen, danke für die Arbeit. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.